Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hier sind wir wieder mal. Wir haben ein neues Projekt und das ist eben unser Häuschen wieder schön zu machen, genau. Was wir übernommen haben von unserem älteren Herrn. Das ist, wie ihr seht, ja auch aus alten Holz und Fenstergläsern gemacht und so. Und Rico war schon so fleißig und hat hier unten alles stabiler gemacht, neu verkleidet. Genau, neue Bretter gemacht. Ansonsten ist es eigentlich ganz okay. Wir wollen den Wein hier drüber wachsen lassen. Ja. So. Ein bisschen zuwachsen. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Hier sind auch. Nee, ich glaube, das sieht man nicht. Weiß ich aber jetzt nicht. Also seht ihr jetzt nicht, aber hier wachsen auch. Was? Ja, Rosen, so wie hier Rosen und sowas. Aber wichtig ist halt, dass der Wein, der kommt ja von da hinten. Den führen wir jetzt da lang und den führen wir hier weiter lang. Und wollen wir dann so um das ganze Häuschen rumwachsen lassen. Ja. Weil da den Sichtschutz, den hat der Rico auch neu aufgestellt. Das war hier vorher einsichtbar. Ist aber noch nicht fertig. Genau. Ja, und heute ist die Aufgabe für den Dad und für mich. Wir machen jetzt halt hier die alte Farbe ein bisschen ab. Und dann streicht er das in einem dezenten Blau. Ja, naja. Deine Lieblingsfarbe. Genau. Ja, und das machen wir jetzt einfach mal. Ja. Ja, dann weiter. Hast du Handschuhe für mich an? Ja. Wir machen das auch gar nicht ganz ab, wir wollen das nämlich so ein bisschen Vintage lassen. Gesundheit. Unsere Nachbarin hat eine Pollenallergie. Ja, haben wir ja eigentlich auch ein bisschen. Aber. Ein bisschen, ja. Also ein bisschen, finde ich, kann das auch immer durchschimmern. Genau, das soll ja auch so ein bisschen bleiben, damit das hat diesen alten Look ja auch so weit. Ein Pinsel oder? Ja, der ist schon fast so groß, du kommst ja sonst nicht in das Töpfchen rein. So. Das ist nämlich die Farbe, ich weiß nicht, ob man die sieht. Dezent blau. Passt doch, ne? Das ist gut, ja. Ja, aber so weit sind wir noch nicht, weil ich mache das jetzt gerade mal sauber. Dann kann's, ich habe nur gedacht, dann nehme ich den Pinsel für da unten zum Lernen. Ja, das, da habe ich auch noch Größe. Du kannst dir aber da von dem grau, schwarzen, das gibt's dir, von dem hier nehmen. Mit dem Streichen, da sind wir noch nicht. Wir machen das erstmal. Ja, nur mal so ganz leicht, damit noch die letzten. Damit es nicht direkt abplatzt wieder. Bin. Weil, wie gesagt, wir wollen das ja so ein bisschen Vintage lassen. Wow. Mein kleiner Herr wird. Das ist mir alles ins Gesicht, aber nichts Schönes. Weißt du? Ja. Das Glas zerkratzt auch. Ja, du sollst ja nicht übers Glas gehen, du Jacke-Tröte. Ja, war ja auch ein Versehen. Habe ich nicht extra gemacht. Aber das ist ja auch ein breites Teil hier. Dann machst du doch was kleiner. Sputz. Ich könnte ja jetzt sagen, mach die Augen zu. Ja, das sehe ich ja nicht. Kommst du nicht weit mit. Nee. Aber soll ich dann nur hier diese Hauptbalken anmalen oder auch oben und unten rechts und links? Ich klebe das hier ab, richtig gleich. Ja, dann kommt und dann kannst du das komplett blau machen. Also auch hier rechts und links. Ja, ja, natürlich. Am Steg. Klar. Ja. Wieso klar? Das ist ja eine Designfrage. Naja, Vorsicht. Lass mich erstmal hier alles wegmachen. Dann stehst du direkt daneben. Kriegst natürlich immer alles ab. Da muss ich dann irgendwann noch eine Scheibe wechseln. Ah. Da ist ein kleines Loch drin. Weil dieses Haus steht, glaube ich, jetzt mittlerweile 50 Jahre, glaube ich, hat der... Angeblich irgendwas nach dem Krieg. Ne, das wäre ja nicht nach 50 Jahren, das wäre ja schon 70 Jahre. Ja. Nee. Ja, wird ja so erzählt.
Hier hat nämlich einer auch jahrelang gewohnt, so als Selbstvorsorger. Hier gibt es ja weder Wasser noch Strom, aber der hat das alles mit einem Öfchen hier drin gemacht. Das sind ja eigentlich zwei kleine Räume und sogar ein kleiner So ein Erdkühlschrank, ja. Also eigentlich schon schön gemacht und der hatte angeblich auch Hühner und so und konnte ja so ein paar Jahre nach oder während des Krieges verbringen. Während auf jeden Fall nicht. Da gab es das hier noch nicht. Bitte? Was? Während des Kriegs auf jeden Fall nicht. Da gab es das hier noch nicht. Das ist hier erst nach dem Krieg entstanden, diese Siedlung hier. Aber das ist übrigens auch keine Schrebergartenkolonie oder sowas. Das ist unser eigener Garten, den wir uns zugelegt haben. Das sind alles eigene Gärten, eigene Privatgrundstücke. Das ist natürlich ganz schön. Wir haben hier keine Vorschriften von wegen, die Hektar werden muss, 20, 30 oder so, das wird uns nicht so gut gefallen. Nee, nicht wirklich. Hier das macht, aber da fühle ich mich schon eingeschränkt und wir sind ja auch keine Vereinsmeier, so. Nein. So. Haben wir auch gar keine Zeit für. Wir haben nämlich auch keine Lust auf so Kontrollbesuche. Das haben wir letztens in der Reportage gesehen. Da gehen die wirklich mit einem Zentimetermaß entlang und gucken in deine Gärten und gehen auch rein, unangekündigt, und gucken, ob du das auch so angepflanzt hast, wie sie das für richtig halten. Ja. Weil es gibt so Vorgaben, wie dass man zum Beispiel aber ein Drittel nur Blühpflanzen haben darf oder sowas. Mhm. Aber das muss ja jeder selber wissen. Ich meine, ich war auch froh, wenn man dumm. Wenn man keinen anderen Garten kriegt, ist man auch froh, wenn man sowas kriegt. Nein, ich meine nur, wer wird denn schon gerne kontrolliert, oder? Ja, das ist aber so ein bisschen typisch deutsch. Hier, das Holz ist abgesplittert. Ja, das ist nicht das Holz, das ist dieser Kit. Den, so, echt? Das kannst du ruhig runterfallen. Das muss ich dann neu machen. Das schreibe ich mal später nochmal neu. Das ist eigentlich cool gemacht. Das sieht echt original aus wie Holz. Leute. Nee, das ist so ein richtiges Kit. Macht man heute gar nicht mehr mit so einem Kit, aber nee. Was nimmt man heute? Weiß ich nicht. Silikon. Genau, irgendwie sowas. Cool. Coole Farbe. Ja, die ist schön. Dunkel. Warte mal, ich stell dir mal das. Warte mal. Stell mal das hier. Weg. Hier leuchtet auch so schön, ne? Obwohl es ein bisschen dunkler ist. Ein ganz dünne, du brauchst nicht viel, ne? Sind nicht von der anderen Seite dran. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, finde ich auch, das braucht gar nicht so ganz stark zu decken. Damit das Weiße durchkommt. Genau, kommt so ein bisschen die Maserung durch. Ja, ein bisschen mehr Farbe kannst du ruhig nehmen. Ne, also soll ja schon schön blau sein. Das wird doch was. Die Farbe für unten. Die Farbe finde ich auch ganz schön. Mhm. Mutet ja schon ein bisschen griechisch Mittelmeer an. Ja, so, genau. Leuchtend blau und dann dieses Weiß. Das ist nämlich, wie gesagt, für den Dat ja immer sehr gute. Sehr gutes Training, weil er ja nun mit der Behinderung zu kämpfen hat. Und dadurch, dass der rechte Arm eigentlich nicht so gut funktioniert,
trainierter und trainierter und wird eigentlich immer besser. Bitte nicht das untere Brett jetzt, bitte, ja? Das ist natürlich nicht so einfach, aber ist auch nicht so schlimm, das kann ich ja wieder abkratzen. Aber muss ja jetzt nicht sein. Ja. Geh gar nicht bis so ganz tief unten. Was kann ich denn dann jetzt machen? Jetzt sehe ich hier blöd rum. Ich bin jetzt hier, ich mache nur noch die Leiste und dann brauche ich eine Pause. Ja. Aber dafür ist Gartenarbeit echt gut geeignet. So ja. Für das Training. Auch allein schon umtopfen oder so. Und fürs Ausruhen danach dann auch. Ja. Weinschorle ruft, ich höre sie schon. Ich höre dir Trapsenweinschorle. Man muss sich auch belohnen. Ach, die Seite nicht, ne? Bitte? Die Seite wohl nicht. Doch. Oh, das habe ich da abgeklebt. Ja, ja. Mach ich noch die Leiste? Hm? Dann mache ich noch die Leiste hier. Ja. Noch mehr blau oder so? Ne, ist doch gut. Mal die Frage, wie deckend man das haben will. Ne? Also richtig durchgedeckt finde ich dann, ist es wieder zu langweilig, wenn es so einheitlich ist. Nee, aber so ist es, glaube ich, genau richtig. So ein bisschen Vintage eben. Ja, ja, das passt. Macht ja auch nicht so tief unten. Nee. Ich geh mal. Ich bin jetzt fertig. Boah, bist du aber schon weit gekommen. Super. Ja, dann kann ich ja hier schon abziehen, wenn du das streichst weiter. Ja, dann streich mal ab. Achso. Wie die Profis, so ordentlich. Ja, ein bisschen. Jetzt sind die Scheiben ja ganz zugeklebt und dann. Oder wenn ich alleine gemacht habe, ehrlich gesagt, nicht, nicht abgeklebt. Ja. Deshalb hätten wir dann noch nicht mehr keine Scheiben mehr gehabt. Oder blaue Scheiben. Wieso? Magst du auch blau? Ja, aber ich will dir noch da drin ein List haben für die Pflanzen, die ich dann nächstes Jahr da einfach dann hochziehen will. Das hast du nicht gesagt. Nö. Ach so, das ist dein Plan so als genau. Ja, so ein kleines Aufzug. Gästetoilette und Aufzugsprogramm kommt da rein. So. Und ein Komposthaufen. Nein. Alles in einem, dann können die auch den als Toilette benutzen. Nein. Wollen wir nicht. Oder? Also eine gute Idee. Asche zu Asche. Alles ein ökologischer Kreislauf, oder wie war das? Ja, das stimmt schon. Eigentlich ja schon. Nee, wir haben ja hier kein fließend Wasser und kein Strom. Ja, das ist das Einzige. Was und wir haben ein bisschen Solar jetzt hier. Genau. Aber ansonsten ist das alles hier mit einem Campingtoilette gemacht für die Damen. Die Herren haben halt einen Freilandparcours. Ein Aprikosenbaum. Ja, und ansonsten halt wohnen wir nicht weit weg und dann müssen die ja gerade die 3-4 Minuten bis da laufen und da auf die Toilette gehen. Ja, zum Glück wohnen wir in derselben Straße, das heißt, das ist zur Not, ne? Für alles gesorgt. Genau. Wir haben auch immer kühle Getränke zu Hause. Hier auch, ne? Ja, ja, bitte, genau, bitte. Hier sowieso, aber mein ja nur. Aber es hilft schon viel, dass wir einfach diese Solar-ganze Technik haben. Ja. Das ist schon echt geil, oder? Ja. Ich finde schon so gut, dass die ganzen Lichtquellen heutzutage gut funktionieren. Mit den Solarpanels. Für den Garten super, das reicht uns dann auch schon. Muss ja auch nicht super erleuchtet sein. Bewegungsmelder haben wir auch, falls mal ein Fuchs vorbeischaut. Aber sieht doch schon ganz gut aus. Ja. Ja. Bin ich schon. Wie gesagt, soll ja so ein bisschen Vintage sein, weil das kriegt man ja nicht mehr neu hin. Dann müsste ich das alles neu bauen und machen. Und wir wollen ja auch alles so ein bisschen Upcycling machen. Also altes, bestehendes halt irgendwie erhalten und auch weiter brauchen.
Dann müsstest du alles neu machen, das wäre ja auch viel zu aufwendig. Und ja. Aber ich finde das so, das Alte zu erhalten, auch ganz schön. Ja, natürlich, sieht ja dann auch schon wieder ganz anders aus. Ja. Man hat es ja vorher gesehen und nachher gesehen. Scheint ganz toll die Sonne. Und ja, heute wird lasiert, ne? Oder? Boah, das stinkt ja. Ja. Das kann ich dir empfehlen. Hast du schon gefilmt? Ja. Ja. Jetzt geht's halt mit dem unteren Teil weiter. Das hat der Rico ja hier schon verblendet. Weil das, da gehen die Fenster eigentlich weiter. Und warum hast du das eigentlich gemacht? Weil die mal kaputt gehen. Ja, das ist ja uralt hier, ne? Für Arbeitssicherheit quasi. Und heute mache ich es halt nur noch ja, regensicher. Och, Spinnchen, guck mal, kleine Weberknechte. Also Natur läuft hier. Funktioniert gut. Weil, kann ich mal erzählen, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gemacht haben, als wir den Garten übernommen haben, waren gar nicht so viele Insekten da, ne? Oder Tierchen, Käfer, Regenwürmer. Der Garten war, der Boden war ganz hart. Und ja, da gab es sowas leider noch nicht so. Ja, warum? Weil? Ja, wahrscheinlich zu viel gedüngt worden ist, ne? Genau. Der guter, netter Mann, aber so vom alten Schlag eben halt gedacht hat, ja, wir müssen mal viel düngen und viel spritzen, damit alles groß wird. Und jetzt haben wir natürlich jetzt 2 Jahre gebraucht, bis dann der Boden alles wieder steht. Ja, aber man hat schon gemerkt, dass sich das von Jahr zu Jahr sehr schnell erholt hat, die Natur. Da kamen jetzt ganz viele Sachen wieder durch und Regenwürmer kamen nach und nach. Also der Vorteil war natürlich, dass da auch nicht so viele Schnecken da waren natürlich. Das stimmt. Deine Freunde, die Nacktschnecken. Moderieren, ja. Ach komm, der Spargel. Der Asparagus kommt da immer raus. Oh ja. Oh ja, schön. Hat sich doch durchgelassen. Ton läuft? Ja. Okay, super. Hallo, so, jetzt sind wir fertig. Genau. Einen Tag später. Tatarata. Rico hat natürlich weitergemacht, wo ich nicht mehr konnte. Und dann waren wir fleißig. Ja. Und ja, jetzt erstmal finden wir das so okay. Müssen wir natürlich noch ein bisschen nacharbeiten, aber das machen wir später. Ja, und dann bauen wir weiter aus. Und das zeigen wir euch dann genau. Bald. Dann bis bald. Ciao.